Wir melden uns zurück hier im Mercure Hotel Moa Berlin. Mit mir in dieser wunderschönen Runde Uli Wegner, Arthur Abraham, Mario Daza und natürlich die bezaubernde Ikram Kerwat. Und Arthur, du hast noch eins auf dem Herzen. Dein Trainer ist so schüchtern. Eben als wir über soziale Verantwortung gesprochen haben, wir wissen das ja, dass er schüchtern ist. Als wir über die soziale Verantwortung gesprochen haben, hat er was nicht erwähnt, was du aber gerne noch erwähnen möchtest. Sogar er ist sehr bescheiden, hat sogar nicht mal gesagt, wo er Geburtstag hatte. Er hat so ungefähr 500, 600, 700 Leute eingeladen. Er hat ein großes Freundeskreis und hat gesagt, dieses Mal, ich möchte kein einziges Geschenk haben von euch. Ich möchte, wenn jemand zu meinem Geburtstag kommt, einfach, das ist die Stiftung, Elisabeth Stiftung, Kontonummer, ich möchte keine Geschenke. Einfach spenden Sie Geld an diese Stiftung. Unser großherzig ist unser Trainer. Riesenapplaus nochmal, Uli Wegner. Kann man nicht oft genug sagen. Super. Jetzt wende ich mich wieder Ikram zu. Ja. Ikram, jetzt erzähl du doch mal, wie du Uli Wegner und ja auch Arthur kennengelernt hast, denn ich glaube, ihr trainiert ja auch ab und zu zusammen. Genau, also ab und zu ist täglich geworden, zweimal. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kenne ja Sauerland-Event vorher schon, habe ich gekannt. Nur richtig angefangen zusammenzuarbeiten oder dass ich die Ehre hatte oder bekommen habe, dort trainieren zu dürfen und von den Besten zu lernen, war durch Sven Ottke. Svenny, ich habe einfach Svenny angerufen und habe gefragt, ob er mein Trainer werden möchte. So, und dann sagt er, ja, ich will erst mal gucken, wie du bist. Also ich will jetzt nicht die Katze im Sack kaufen. Ich so, gut. Dann haben wir ein paar Einheiten zusammen trainiert und er meint, gut, damit kann er sich arrangieren. Und er hat mich dann einfach weitergegeben, weil Svenny lebt ja in Karlsruhe. Wie immer. Und dann Wie immer, genau. Immer. Und dann sollte ich zu Herrn Wegner gehen und mit ihm dann trainieren. Und so aus ab und zu mal am Anfang und Sparingsphasen am Anfang, damals für eine andere Boxkollegin, die dort war, wurde jetzt jeden Tag und jetzt, wie gesagt, habe ich die Ehre, jeden Tag vom Herrn Wegner zu lernen. Das ist das Herzstück des Boxens in Deutschland, definitiv. Und ja, und so habe ich natürlich auch Arthur kennengelernt und ich muss auch dazu sagen, dieser Weg ist wahrscheinlich nicht so gut geworden oder so möglich geworden ohne mein Management Andreas Greiner. Das muss ich an dieser Stelle definitiv erwähnen, weil ich habe ihm definitiv sehr viel zu verdanken. Er ist mit mir einen super Weg gegangen, er hat das alles super toll gemacht und war immer da, egal wann ich ihn gebraucht habe. Und ja, und das ist jetzt wirklich Gong. Gong, siehst du? Hat sich auch mal erwischt, sehr schön. Aber jetzt gehen wir noch mal ein Mikro an Uli und fragen den. Uli, Frauen in der Trainingsgruppe oder Frauen generell im Gym, wie stehst du generell zum Frauenboxen und wie ist, wenn dann jemand auf dich zukommt? Ich meine, Nein sagen kann man eher schwer, das verstehe ich. Aber soll nicht wieder die Glocke anhauen? Also, ich muss Folgendes sagen, ich war gegen Frauenboxen. Also ich habe eine Frau anders gesehen, zärtlich, die Schönheit erhalten. Wenn wir mal eine Narbe haben oder irgendwas, wären wir noch interessanter. Und ich habe mich dann überzeugen lassen und habe dann eine aus Norwegen gehabt. Das ist ein Kind aus Kolumbien, die angenommen wurde. Und die an sich super hübsch war und toll boxen konnte. Was Cecilia Brekus. Ja. Brekus, die alle Weltmeistertitel hatte, ungeschlagen abgetreten. Aber ich musste mir um meinen tollen Jungs mit Arthur und den allen mehr investieren. Das hat ihr ein bisschen Herz wehgetan. Ja, und Ikram braucht man nicht sagen, sie ist zwar hier, nicht? Sie hat auch die nötige Voraussetzung muss geführt werden, das geht aber nicht von heute auf morgen. Arthur, wie ist das für dich, wenn im Gym eine Frau mittrainiert, also oder für euch in der Gruppe? Ich meine, es hat doch ziemlich viel Testosteron in so einem Boxgym. Nein. Ich muss ehrlich sagen, wenn die Sportler, 99, 98% vom Sportler oder Sportlerinnen sind sehr, sehr nette Menschen, haben ein großes Herz, gutes Herz, egal Mann oder Frau. Aber wir haben miteinander überhaupt kein Problem, sie ist sehr lustig und vorher war Cecilia, sie war auch sehr lustig. Also wir haben alle Spaß miteinander. Natürlich, wir machen nicht Sparring miteinander, aber wir trainieren miteinander und aber Atmosphäre ist sehr gut sogar, sie ist sehr lustig, also kann man nicht beschweren. Ach danke, das ist aber lieb. Habe ich den Test ja bestanden. Ja, so, letzte Runde, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ich habe nicht mitgezählt.
Uli, was los? Ganz kurz zu sagen. Im Trainingsprozess muss ich sagen, mit diesem Fleiß, wie sie sich da einordnet, das ist schon in Ordnung. Die Jungs gehen mit ihr auch wirklich vernünftig um, sind Gentlemen in dieser Hinsicht, dass auch mal ein bisschen gezagelt wird und da ein bisschen, das ist doch schön. Aber das Verhältnis untereinander ist schon gut, möchte ich nur betonen. Ja? Sehr gut. So, dann habe ich eine letzte Frage an euch alle. Ich fange bei dir an, Ikram. Frauenboxen wissen wir in Deutschland im Moment noch schwierig, wird sich aber wahrscheinlich wieder entwickeln. Wir hatten ja auch bessere Zeit mit Regina Halmich. Wie steht ihr zu anderen Kampfsportarten? Ich weiß, du kommst ja auch aus anderen Kampfsportarten. Jetzt wissen wir, MMA, die UFC ist ganz groß. Könntest du dir auch vorstellen, was anderes außer Boxen zu machen, wenn jetzt jemand kommt und dir viel Geld bietet dafür, dass du in den Käfig steigst? Also ich glaube, in meinem Fall, für Geld würde ich das nicht tun, denn das ist, also meine Leidenschaft ist definitiv beim Boxen. Und wenn ich mich kaufen lassen würde fürs MMA, UFC oder was auch immer, dann ist es nicht die Leidenschaft, dann ist es einfach nur der Preis. Und da, mein Boxen ist mir dafür viel zu viel wert, um das jetzt mit MMA, UFC zu umzutauschen. Aber ich möchte das auch nicht runterreden. Also das ist, ich habe größten Respekt vor jedem Kampfsportler, der in den Ring oder in den Käfig steigt. Es ist eine Vorbereitung, es ist ein hartes Training und es erfordert sehr, sehr viel Courage, sehr, sehr viel Ehrgeiz und Wille und Siegeswille, da zu steigen und zu kämpfen. Ich komme ursprünglich vom Judo, und aber mit 9 habe ich das erste Mal das Boxen gesehen und wusste sofort, lieber auf den ersten Blick, ich will das. Und ich bleibe auch beim Boxen. Aber ich bin nicht abgeneigt, mir auch mal MMA-Kämpfe oder UFC-Kämpfe anzuschauen. Es ist toll. Mario, wie ist das bei dir? Du hast jetzt gesagt, du willst Boxweltmeister werden. Du hättest ja dich für alles entscheiden können. Du hättest auch sagen können, ich will Weltmeister im Kunstkegeln werden. Aber UFC oder MMA war für dich nie ein Thema? Nein, ich habe ja auch mal keins gemacht, aber für mich ist Boxen einfach Boxen. Das ist das Klassische. Es bereitet mir Freude und das andere gefällt mir halt einfach nicht. Und ich finde es ist nicht meins, auf jeden Fall nicht. Für mich ist auf jeden Fall Boxen das Boxen und ich liebe es über alles. Arthur, ich möchte dich auch noch fragen, ich meine, es wird in den USA spekuliert, vielleicht Mayweather kommt vielleicht zurück für einen Kampf gegen Conor McGregor, wo Millionen und Abermillionen im Spiel sein könnten. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, na Arthur, hier ist eine 8-stellige Summe, würdest du in den Käfig steigen? Ich bekomme immer 8-stellige Summe. Aber das hat damit nichts zu tun. Wenn man nicht MMA machen kann, wie soll man da in den Ring steigen? Natürlich sieht es so aus, ob das Gleiche ist, aber es ist definitiv ganz, ganz anders. Und deswegen, jeder soll seine Sportart machen, was man gut machen kann. Ist besser, machst du eins und ab machst du dafür sehr gut. So, dann soll das Schlusswort natürlich unserem Uli gehören. Uli, die UFC, ist das eine Bedrohung fürs Profiboxen, weil viele Leute sagen, ja, viele junge Leute gehen dann zum MMA lieber? Natürlich ist das eine Herausforderung. Aber ich finde, das ist klasse gesagt. Boxen ist klassisch. Ja? Und Boxen besteht aus Angriff und Verteidigung. Es muss gut ausgebildet sein und ist nie so gefährlich, wie man jetzt in den Käfig geht. Das ist klassisch, hat er wunderbar gesagt. Also ich bin sowieso ein bisschen beeindruckt von dir. So, und ich muss nur sagen, zum Abschluss, solche Diskussionen bringen uns auch wieder dorthin im Boxen, wo wir schon mal waren. Wir waren Boxen, ist nach Fußball sicherlich eine der interessanten Sportarten. Ich spreche nicht über das Boxen allgemein. Wir haben eine große Fangemeinschaft. Bloß wir müssen jetzt wieder Leistung bringen. Richtig, brauchen wir Knüller, die ankommen im Ring, die was darstellen und eine gute Körpersprache vor allen Dingen haben. Und wenn ich so gut aussehe oder so hübsch aussehe wie Ikram, dann ist es schon, dann brauchen wir nur Boxen können. So, das war ein sehr schönes Schlusswort. Mein Gefühl sagt mir, der Dieter ist eingeschlafen an der Glocke. Ich glaube, die 12. letzte Runde ist auch vorbei. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Das war der Boxing Day, unser Tag des Boxens hier live aus dem Mercure Hotel Moa Berlin. Vielen Dank an das Publikum, ein großartiges Publikum übrigens. Vielen Dank an all meine Gäste. Uli Wegner, Arthur Abraham, Mario Daza und Ikram Kerwat. Ich hoffe, Sie schauen das nächste Mal wieder rein. Schauen Sie bei uns bei Facebook vorbei, auf der Homepage. Bleiben Sie uns treu. Und das nächste Mal kommen Sie vielleicht live hierher zu uns. Wir werden wieder hier sein im Mercure Hotel Moa. Vielen Dank.